Welches Membranpotential stellt sich an einer Nervenzelle ein? Das Membranpotential erhalten wir nach der Gleichung von Donnan als -RTZF ln C2 durch C1. Wir definieren 2 als Zelleninneres und 1 als Zellenäußeres. Die Konzentration C2 ist also 155, die C1 ist 4 Millimol pro Liter. Wir erhalten dann als Differenz zwischen dem Potential innen und außen minus 98 Millivolt. Das bedeutet, das Innere ist 98 Millivolt negativer als das Äußere. Das Zelläußere hat sich positiv aufgeladen.